Und somit beginnt ein neues Abenteuer. Ein langes Abenteuer. Ich glaube, das wird ein langes Spiel, was wir hier spielen. Achso, da steht sogar die Zeit, die wir gebraucht haben. Ja, damit ich immer schön schlecht dastehe, wenn ich so eine Ewigkeit gebraucht habe. So, seht ihr, die Sternteile und Münzen werden mir gut geschrieben. Hallo, du musst Mario sein. Meine Luma haben mir berichtet, was im Pilzkönigreich vorgefallen ist. Dieser Powerstern gehört uns. Dank fürs Zurückbringen. Zu schade, dass der Unhold entwischt ist. Übrigens, mein Name ist Luba. Ich wache über diese Luma hier. Ob du es glaubst oder nicht, du stehst gerade auf einem Raumschiff. Die Luma haben diesen kleinen Planeten in ein Schiff verwandelt, um durch das Weltall zu reisen. Siehst du, was mit unserem Raumschiff passiert ist? Dieser Unhold hat Meteoriten auf uns geschleudert und dabei wurde das Schiff zerstört. Durch Erschütterungen sind auch einige Mitglieder meiner Mannschaft über Bord geschleudert worden. Mario, soweit ich das verstanden habe, hat der Unhold, also deine Prinzessin, entführt. Aber er hat auch vor uns nicht Halt gemacht. Dieser Unhold hat alle unsere Powersterne entwendet. Unser Raumschiff benötigt die Energie der Powersterne, um fliegen zu können. Ohne Powersterne stecken wir also fest. Oh, das ist sehr hart. Oh, süß, dieser besondere Luma unter deiner Mütze. Ich hätte ihm nie an einen solchen Ort vermutet. Augenblick, jetzt verstehe ich. Nur seinetwegen kannst du die Sternkraft verwenden. Gut, dann habe ich einen Vorschlag. Du bist auf der Suche nach der dir kostbaren Person in den Weiten des Universums. Ganz genau, das stimmt. Keine Ahnung, was soll ich sagen? Ich habe jetzt einfach Zufall gemacht. Wie wäre es, wenn ich ein Raumschiff besorge? Um durch Raum und Zeit zu schippern, benötigt dieses Schiff jedoch die Energie der Powersterne. Du wirst uns also helfen müssen, Powersterne für das Schiff zu finden. Einverstanden? Na klar, aber gerne. Ja, komm. Super Antwortmöglichkeiten. Sehr gut, wir haben eine Abmachung. Alle mal herhören, wir haben einen Plan. Ich möchte, dass hier gleich alles so raumschiffig wie möglich aussieht. Das ist doch mal ein Wort. Dieses Adjektiv kenne ich noch gar nicht. Oh ja. Sieht nicht wirklich raumschiffig aus, aber sieht aus wie Marios Kopf. Lubas Crew hat das Raumschiff repariert. Es sieht nun wie Mario aus. So, also dieser dicke Luma ist jetzt so gesehen mein Assistent. Außerhalb der Levitz. Nun, was denkst du? Und, naja, wird immer irgendwie da sein, mir irgendwas erzählen. Ein Schiff nach deinem Vorbild sieht gut aus, nicht wahr? Oh, wie bitte? Es gefällt dir nicht? Sieh es mal so, wenn es jemand in einem Asteroidensturm... Achso, falls... Wenn jemand in einem Asteroidensturm verloren geht, sollte... Weiß man gleich, wem es gehört. Überzeugendes Argument, noch sehr praktisch, nicht wahr? Ich ernenne dich hiermit zum Steuermann dieses Raumschiffs. Mögest du es weise durch das weite Sternmeer lang gehen. Ich kann gar nicht mehr lesen auf einmal. Du kannst nun das Raumschiff Mario erkunden oder gleich das Steuerrad übernehmen und den Kurs bestimmen. Es ist deine Entscheidung, schließlich bist du der Steuermann. Ja gut, so viel zu erkunden gibt es hier tatsächlich gar nicht. So, das Spiel speichert automatisch. Das heißt, wenn so eine Aufnahme abkackt, habe ich ein Problem. Okay, wenn ich das Spiel verlassen will, ja, manchmal muss man eine Pause machen, kann es aber auch lassen. So viel gibt es ja gar nicht zu erkunden tatsächlich. Ich wollte eigentlich da rein. Hier kann man einmal rumlaufen. Da ist ein Schild. Drücke in der Luft Z, um eine Stampfattacke auszuführen, ja, das weiß ich. Ja, die geben mir alle so mehr oder weniger ein paar Tutorials, wenn ich jetzt mit denen rede. Oder sagen, ich trödel rum. Auch gut. Ja, und das war's dann an sich auch, was es hier so gibt. Das ist so gesehen das Hub-Level. Was ist ein Hub-Level? In Mario Galaxy 1 war zum Beispiel da, wo Rosalina hausiert hat, ein Hub-Level. In Mario 64 war Peach Lost das Hub-Level, das Oberlevel, wo man in die Levels reingeht. Das ist hier das. Es ist nicht wirklich groß. Ist, glaube ich, von all den Spielen jetzt mit, also verglichen 64 Sunshine und Galaxy 1 vorher, mit das, also auf jeden Fall das kleinste. Aber ist ja nicht weiter schlimm. So ist das Ding im Betrieb. Mario freut sich total. Und tschüss. So, und jetzt sind wir auf so einer Art Karte gelandet. Das ist also die Galaxienkarte. Zeige einfach mit dem Cursor auf dein gewünschtes Ziel. Bist du bei der entsprechenden Galaxie angelangt, drücke A, um sie anzusteuern.
Dieses Raumschiff fliegt mit der Energie der Powersterne. Mit unserem jetzigen Energiereserven kommen wir bis hierhin. Um noch weiter zu gelangen, müssen wir noch mehr Powersterne bergen. Los geht's! Für deine Prinzessin wie für uns. Du besteuerst den weiteren Kurs, Steuermann. Okay, wir können dahin. Oder ich kann dahin, wo ich schon vorher war. Was? Wie machen wir das? Oh, ich muss mir eine Taktik überlegen für das Spiel. Mache ich einfach alles willkürlich oder versuche ich ein Level nach dem anderen abzuhaken? Ach, das werde ich sowieso nicht schaffen. Na, fangen wir einfach hier an. Stern Yoshi-Galaxie. Klingt sowieso momentan interessanter, weil es irgendwas mit Yoshi zu tun hat. Endlich! Yoshi befreit! Tja, das wollen wir uns mal ansehen. Anscheinend ein ominöses Yoshi-Ei. Auch eine lange Reise. So. Das ist eins meiner Lieblingslieder in diesem Spiel. Ich kenne wahrscheinlich gar nicht mal alles, weil, wie gesagt, ich habe das hier nicht mal durchgespielt, das Spiel. Also, ich kann dir die Geschichte dahinter erzählen. Ich habe es mir 2010 gekauft damals, als es rauskam. Hab gespielt. Gespielt und irgendwann hatte ich keine Lust mehr. Genau. Da habe ich es einfach gelassen. Und das war's dann auch. Und dann bin ich eigentlich nie weiter gekommen als. Ja, irgendwo hin. Ich kann es nicht mal genau sagen. Schon relativ weit. Ich hatte hier irgendwas mit 90 Sternen. Aber es war auch lange nicht alles. War nicht mal das halbe Spiel so gesehen. Ich habe inständig gehofft, Yoshi würde uns aber helfen, Powersterne zu bergen. Er steckt in diesem Ei. Befreien und gibt den Ton an. Dann ist er sicher auch eine große Hilfe für dich. Okay. Chef. Oh, aber er wird geschützt von einem Magic Cooper. Wow. Boah, ich stecke hier voll fest, Mann. Ach. Dieser Matsche. Das ist too much. So, die Barrikade löst sich. Und dann gucken wir mal. Oh yeah! Kennt ihr diesen Kerl noch? Yoshi ist aus dem Ei geschlüpft. Du hast mich gerettet! Auf einmal kann er sprechen. Manchmal können die sprechen, manchmal nicht. Ich wollte meinen Freunden helfen, aber Kamek hat mich eingesperrt. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir sie gemeinsam retten. Mach schon, hüpf auf meinen Rücken. Okay. Cool! Yeah! Okay, wir sind auf Yoshi, er kann flattern. Und er kann mit seiner Zunge Sachen essen, aber nur irgendwas, was man annavigiert. So, ich kann immer auch spinnen, glaube ich. So mehr oder weniger. Ja, ist eine Neuerung. Gab es im ersten Teil noch nicht. So, und ich kann natürlich auch beliebig von ihm runterspringen, wenn ich gerade Bock habe. So, aber probieren wir es mal hier aus. So, zack. Gefressen. Cool, ne? Und hier haben wir neue lustige Sternteile. Und was kann die Beere hier? Achso, gibt auch hier was. Ich muss das selber rausfinden. Ich hab selber noch gar keine Ahnung. Oder keine Ahnung mehr, ja. Irgendwann wusste ich das sicher mal alles. Ja, was für ein Spaß. Oh, eine Kometenmünze. Ja, richtig. Ich habe eine Kometenmünze erhalten. Sammle so viel du kannst, um nach Schabernack-Kometen anzulocken. Achso, um die aufzulocken. Anzulocken. Ja, ihr kennt ja das Prinzip von. New Super Mario Bros. Zum Beispiel. Dass es immer 3 Star Coins gibt in jedem Level. Oder Mario Galaxy. Nee, das ist ja das Spiel. Super Mario 3D World. Mit 3 grünen Sternen zum Beispiel. In diesem Spiel gibt es eine große Münze in jedem Level. Nicht 3, sondern nur eine. Und zwar in jedem Level gibt es das. Oder gibt es das in jedem großen Level? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall so. Und, die müssen wir immer finden. Aber die werden auch angezeigt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir merken muss, wann ich wo welche habe. Das findet man schon dann noch raus. So. Geh weg. Bettchen. So. Logisch. So, da haben wir hier einen Bonus. Okay, schnell alles essen. Ist die Sache nicht schnell genug? Oh oh. Ja, ich lasse ihn mal ein bisschen rumlaufen hier. Ach, da ist ja noch einer. Komm her. Okay, Leben kann ich nicht essen. Ja, hab nur 2 bekommen. Ist okay, denke ich. Ach, das ist auch kaputt. Einfach für die Perfektion. Oh yeah. So, ich
goldene. Ach. Ah, okay. Das entlarvt. Ja, mach. Komm. Oh, wie schön. Was für ein schönes Bild. Gut, damit haben wir den. Ich würde sagen, ersten Checkpoint. Ich weiß gar nicht, ob es mehr als einen gibt überhaupt. In diesem Level. So, da haben wir einen Würfel. Da kommt raus. Bowser. Ist natürlich Pech. Spawnt ein Bomber. Hätte ein Leben sein können, hätte sonst was sein können, aber. Leider kam nichts Gutes bei raus. Ja, mehr gibt es ja eigentlich auch nicht. Dann können wir auch wieder abhauen. Oh yeah. Sind das jetzt alles Tutorials hier? Ja, wenn Yoshi getroffen wird, dann rennt er weg. Das wissen wir ja schon seit Super Mario World-Tagen. Ah, mit ein bisschen Müll kann ich auch die stacheligen Dinger essen, das ist gut. Wow, okay. Wie kriege ich den gegessen? Ich muss den zerren irgendwie, aber... Oder wir springen einfach drauf. Ist auch eine Lösung. Ja, okay, dann nicht... Ja. Ich bin, glaube ich, der Meister der seltsamen Geräusche geworden. Seit heute. Yes. Okay, friss alles. Friss sie alle auf. Ich glaube, ich muss sie... Ne, ich muss sie gar nicht alle fressen. Ich dachte, ich muss alle fressen, um irgendwas freizuschalten. Aber ich komme hier damit weiter. Wow. Okay, so läuft das. Boah, das sieht hier groß aus. Checkpoint. Boah, ich habe gar nicht gesehen, dass das hier eine Schlucht ist. Ich dachte, das wäre eine Stufe. Tja, wäre ich einfach runtergelaufen und wäre vor dem Checkpoint gestorben. Das wäre sehr traurig geworden. Voilà, meine Zunge. Armer Yoshi. Aber vielleicht steht er auch drauf. Ist das. Ich kann den, ja, nicht richtig essen, aber hat es auch getan. Auf der Seite. Ach so, drei Münzen. Okay, ist nicht so relevant. Hoppala. Da ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Einer von ganz vielen, die noch kommen werden. Wow. Okay. Komm rüber. Yes. Hier ist, glaube ich, immer ein neuer Spawnpunkt von so einem Yoshi. Da, wo dieses Nest ist. Dass wenn ich den mal irgendwie verschleudere, so richtig verschleudere, dass er nicht mehr wiederkommt, habe ich immer die Chance, da einen neuen zu bekommen. So, muss ich jetzt warten wohl. Yes. Ja. Ja, ich dachte, es wird auch mal Zeit, dieses Spiel zu let's playen, wisst ihr, weil... Das ist der letzte von den 3D-Mario-Plattformern, die ich noch nicht gespielt habe. Außer Odyssey. Aber es ist noch nicht raus. Zumindest werden wir dieses Video aufnehmen. Existiert es noch nicht. Zumindest nicht für die Öffentlichkeit. Vielleicht existiert es ja für Nintendo. Warum kann ich hier hin? Warum kann ich so weit hoch? Ach, ich glaube, ich kann schon ahnen, warum. Vielleicht geht der Ständer hoch, wenn ich ihn raushole. Wahrscheinlich, oder? Ja. Ja, tatsächlich. Wir haben Mario 64 DS gespielt und Sunshine haben wir auch gespielt. Wow. Langsam. Galaxy 1, 3D Land und 3D World. Und, naja, chronologisch kommt das hier noch zwischen 3D Land und Mario Galaxy 1.